willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Bochum gegen SC Freiburg. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Matthias Ginter spielt mit Manuel Gulde in der Verteidigung. Maximilian Eggestein steht zusammen mit Nicolas Höfler im Zentrum. Und im Sturm soll es heute Michael Gregoritsch richten. Und jetzt geht's los. Es geht auf die andere Seite. Takuma Asano. Auf dem Flügel ist Platz für Bochum. Ja, Flanke kommt kurz. Tor, da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. So, da hätten wir also das 1:0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Takuma Asano. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Gute Parade nach diesem Freistoß, aber auch eine dankbare Aufgabe. Er holt sich den Ball. Außen ist Platz für Bochum. Da ist die Flanke. Erstmal geklärt. Kevin Stöger. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ja, wird hier gut unterstützt. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sicher zurückgespielt. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt wird's gefährlich.
Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Kevin Stöger. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Michael Gregoritsch. Und da haben sie den Ball. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Wittek. Der VfL Bochum könnte über außen kommen. Da kommt die Flanke. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Jetzt gibt es einen Einwurf. Diesen Pass holen sie sich. Sieht vielversprechend aus. Jetzt die Flanke. Kevin Stöger. Lukas Höhler. Ah, das könnte was werden jetzt. Vielleicht der Ausgleich. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Wird's jetzt gefährlich? Und da gibt's jetzt den Einwurf. Schönes Dribbling hier. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Der Ball ist drin, aber die Fahne ist oben. Das ist abseits. Ah, und das war richtig knapp. Das war eng. Wir sehen es. Sie können es nicht fassen, aber ja, ja, war abseits. Bernardo. Kevin Stöger. Hereingabe kommt lang. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Bernardo. Da geht er vorbei. Da ist die Chance. Super Volley, aber kein Tor. Es war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Jetzt kommt der Wechsel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Den Ball kann er abfangen.
Viel Platz für den Konter jetzt. Weiter gefährlich hier. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Jetzt wird hier gewechselt. Zwanzig Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Bernardo. Sie unterstützen gut. Jetzt kommt die Flanke rein. Erstmal geklärt. Er erzwingt den Ballverlust. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Das ist die Chance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Eine kurze Ecke. Maximilian Eggestein lässt sich nicht beirren, sofort abgetaucht, macht er gut. Der Ausgleich muss irgendwie her, jetzt vielleicht mit der Ecke. Kurze Ecke jetzt. Dankbarer Ball, ungefährlich. Sie machen schon sehr früh Druck. Sie fangen diesen Ball ab. Rizzo Doan. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Jetzt kommt hier der Wechsel. Höfler. Es gibt noch zwei Minuten obendrauf. Gut den Ball verteidigt. Da schießt er. Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn. Und das so spät in diesem Spiel. Und damit haben wir hier doch noch den Ausgleich. Was für eine Schlussphase. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.